Hallo zusammen, schön, dass ihr da seid. Eine Frage vorweg, ist es für euch okay, dass ich Unboxing-Material von Handhelds zeige, wenn es welches gibt, auch wenn es nicht von mir selbst aufgenommen wurde? Ich erstelle dazu einen Vote, ihr könnt da ja einfach mal abstimmen. Dankeschön. Aktuell triggert mich eigentlich wenig im Handheld-Bereich, aber es gibt ein paar hübsche neue Aufnahmen zum RG353V, die ich gerne mit euch teilen möchte. Davon abgesehen möchte ich auch eigentlich viel mehr Zeit für mein Steam Deck haben, um selbst damit etwas Spaß zu haben, aber auch um euch mehr von meinem Steam Deck zeigen zu können. Aber gut, leider sind solche Videos mit sehr viel Aufwand und sehr viel Zeit verbunden, deswegen zieht sich das leider etwas hin mit den Steam Deck Videos. So, gut, genug erstmal dazu. Ich mag die neuen Aufnahmen zum RG353V, aber mir ist aufgefallen, dass die Proportion bzw. die Abstände der Sticks zum mittigen Lautsprecher und dem Gehäuserand irgendwie eigenartig wirken. Also die Proportion, ja, weiß nicht genau, ich kann das nicht schwer beschreiben, vielleicht seht ihr das auch so. Mir kommt das so vor, als wenn die Sticks zu weit innen liegen, aber das lässt sich wahrscheinlich auch gar nicht anders machen. Gut, aber vermutlich ist das auch nur Geschmackssache und sonst, ja, wird man sich vermutlich auch schnell daran gewöhnen. Sonst fällt mir das sehr schicke IPS-Display auf und das hat scheinbar sehr hohe Blickwinkel. Das sieht man ganz gut, da das Gerät hier wunderbar auch noch hin und her gedreht wird. Das war schon beim Vorgänger, dem RG351V, ein absoluter Genuss, damit zu spielen. Ich habe für den Super Nintendo das Spiel Zelda A Link to the Past durchgespielt auf dem Display und es war einfach nur geil. Es hat einfach nur Spaß gemacht. Natürlich auch dem geschuldet, dass die Tasten und das Steuerkreuz eine sehr gute Haptik haben. Sonst sieht man in diesem Video leider nicht allzu viel Gameplay-Material. Aber man bekommt von dem Gerät zumindest einen doch ganz guten Eindruck. Und ich finde, dass der RG353V einen sehr guten Eindruck macht. Man hat in diesen Aufnahmen viel besser die Möglichkeit, das Gerät sich ein bisschen anzuschauen. Da die Aufnahmen von NBennig, die man bisher ja gesehen hat oder die bisher veröffentlicht wurden, irgendwie nicht so prall waren. Und man hier das Gerät auch ein bisschen näher sieht. Und ja, mir gefällt das schon sehr gut. Auch, dass das Display so schön bis zum Rand geht. Und es wirkt auf mich einfach hochwertig. Und macht mir persönlich einfach Spaß, dieses Gerät anzuschauen. Also hochwertig, ja. Natürlich so hochwertig, wie so ein Plastikgehäuse nun mal sein kann. Und die Haptik wird genauso toll sein, wie ich finde, wie vom 351V. Also gut, ich hoffe das, aber es sieht ganz danach aus, dass wir hier nicht enttäuscht werden. Ich muss an der Stelle aber auch mal erwähnen, dass ich schon ein Fanboy vom Game Boy Classic bin, weil ich ja damit einfach angefangen habe, was Handheld-Konsolen angeht und sicherlich der ein oder andere mit dem Gerät nicht unbedingt so viel anfangen kann, aufgrund dessen, dass es natürlich starke Konkurrenz gibt mit dem Retroid Pocket 2 Plus und auch mit dem Retroid Pocket 3 und man dort wahrscheinlich, oder nicht nur wahrscheinlich, sondern man dort ein einfach deutlich besseres Preis-Leistungs-Verhältnis bekommt. Hier aber für mich persönlich dieser Formfaktor eine große Rolle spielt, was aber nicht für jeden eine wichtige Rolle spielen wird. Ja. Aber trotzdem ist der RG351V für Fans von dem Oldschool Gameboy Design sicherlich ein tolles Gerät und eine gute Option und eine ja, etwas flexiblere Weiterentwicklung zum RG353V.
Okay, ihr Lieben, wir sind nun am Ende. Ich hoffe, euch hat das Video gefallen. Lasst mir gerne ein Like da. Wenn ihr mehr Inhalt zu Hentels sehen möchtet, abonniert auch gerne meinen Kanal. Ich wünsche euch noch einen schönen Tag und bis zum nächsten Mal. Ciao, ciao.